Haha, ein neuer Screen. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Doktor. Aha. Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das vielleicht alles eine Verschwörung? Hören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug ist. Ja, das möchte ich gerne wissen. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Gut zu wissen. Gehe zu Tipp gelesen und verstanden. Ah, jetzt kontrollieren wir Harvey. Oh, wie süß. Nein, okay, ernsthaft. Es ist ein ernsthaftes Spiel mit einer MC Escher-Treppe. Gehe zur Tür. Nein, wir schauen erstmal hier. Wir haben ein Fenster. Ach, wozu haben wir denn die Leertaste? Ofenhake, Feuerholz, Fensterglas, Farbtöpfe, Kartontücher, Öl, Marmelade, Tür und Ätna. Harke! Ah, gedrückt halten und mit ihr reden. Oder hier hinlegen. Verstehe. Ja, dann reden wir doch mal mit ihr darüber. Kommst du nicht mit der Harke ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Ranlässt? Woran denn? Fenster, hallo. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst. Ja, nicht das hätten wir vielleicht in der Reihenfolge anklicken sollen. Meinst aber du, man weiß ja nie. Ofen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Der gute alte Ofen. Feuerholz. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Das glaube ich aber auch. Aber ich habe kein Feuerzeug. Oh, sowas Dummes aber auch. Farbtöpfe, die grau sind. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Seit wann? Stimmt. Ein Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Ja, ich auch nicht. Ah, wir können auch Edna wieder steuern. Aber erstmal gucken wir uns den Karton an. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Zack, verarscht. Reingefallen. Ach, Harvey. Ach, du bist so ein Schelm. Tücher. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Ja. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Ja, aus dem man dann ausbrechen kann. Öl. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Ah, die Tür ist zu. Nette Idee. Aber das Öl ist leer. Gut zu wissen. Dann funken wir uns die Tür mal an. Nein, erstmal noch Marmelade. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Tür! Aha! Harvey, guck bitte durchs Schlüsselloch. Oder wir ziehen das, können wir das zu Edna ziehen? Nein. Ah nein, wir können es mitnehmen, natürlich! Dumm. Schrauben können wir auch mitnehmen. Und die Klinke können wir auch mitnehmen. Und dann gehen wir mal gehe zu raus. Hey, guck mal, da gibt's eine Schlüsselloch.
Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ja, diese Scheißvergangenheit. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Okay, okay. Klinke. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das ja, schon. Ja, das will ich wohl meinen. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Warum sind Hasen in Spielen eigentlich immer so inkompetent? Jetzt kommen schon Schrauben. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Ja, aber jetzt haben wir doch schon alles angeschaut, oder? Edna, zu dir selbst. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Also ich würde denken, vielleicht geht es mit Öl. Wechseln wir doch einfach mal zu Edna. Aha. Können wir das Öl nehmen? Da kommt nichts mehr raus. Mein Glas, Kartontücher. Können wir Tücher nehmen? Die Motten wollten sie nicht, dann will ich sie auch nicht. Hat das eigentlich einen Grund, dass die alle so grall sind? Farbtöpfe, eine Hake. Nehmen wir doch mal die Hake. Haha! Okay, okay, wir haben eine Hake. Nutze Hake mit Fenster. Ha. Ja, aber was hat uns das jetzt in Bezug auf die Schrauben gebracht? Können wir den Ofen benutzen? Autsch, heiß. Aha. Hake mit Ofen? Nein, die Hake ist okay, doch noch okay, auch nicht. Benutze Feuerholz. Ich will die Spinnen nicht stören. Dann sieh an Fenster. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Können wir den Hasen benutzen? Nicht ohne seine Erlaubnis. Nein, können wir nicht. Dann schauen wir doch mal, was hier oben so los ist. Guck ins Schlüsselloch. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Aha, eine Küche. Wow. Das ist unsere alte Küche. Oh, was, eine alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Ja, das will ich wohl meinen. Schrauben. Bitte, schau sie dir an. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Ein Schloss vielleicht. Nimm die Schrauben. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Können wir wohl die Hake mit den Schrauben benutzen? Die eignet sich primär zum Laubhaken. Und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Nun ja, das ist nicht gut. Dann gehen wir doch zu raus und versuchen noch andere Sachen zu nehmen, wie zum Beispiel ein Glas. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ah, rechte Maustaste klickt Sachen weg, auch wenn wir das jetzt noch nicht gehört hatten. Aber das Chen werde ich euch gerne nachsynchronisieren. Chen. Feuerholz nehmen können wir nicht. Können wir Farbtöpfe nehmen? Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen ich glaube, nutzlos. Das hier ist alles vollkommen nutzlos. Oder? Leer. Ja, leer, toll. Können wir den öffnen irgendwie? Oder mit dem Ofen reden? Er würde ja doch nicht antworten. Dann möchte ich gerne das Fenster benutzen. Ich komme nicht an. Nicht an? Harvey, was sagst du zum offenen Fenster, hm? Edna, aha! Kommst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Super, Harvey. Okay, wir sind draußen und schauen uns um. Wir haben eine Hintertür und eine Regentonne, hinters Haus, den Nachbarn und die Sonne. Dann öffne doch bitte die Hintertür. Können wir das? Nein, der kann ja nichts. Er kann nur Ideen sammeln. Dann nehmen wir doch mal alles mit. Nachbarn. Dann gehen wir doch mal hinters Haus.
Was haben wir denn hier noch Feines? Oh! Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts... Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Warum nur? Ich verstehe das nicht. Okay, okay. Was haben wir denn hier noch? Eine Hintertür. Ja, zur Hintertür. Eine Zeitung. Alfred und Mattis. Dann nehmen wir doch mal beide mit. Das Eis können wir nicht nehmen. Geh doch mal zur Zeitung. Aha. Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 3. HLI entwickelt neue Reime. Im Nanosilbenlabor des Hermann-Löns-Instituts für angewandte Sprachwissenschaften gelang es Forschern aus dem Fachbereich Chaosphonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird sich also auch die Endsilbe Eng auf Ittel reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen, um komplexe Sachverhalte wie »Der Schaffner war ein Schussel«, »Vergaß er doch das Segel« oder »Es dachte sich das Wiesel, morgen gehe ich joggen« in Reimform auszudrücken. Was haben wir noch? Mysteriös. Linkshänder mit Rechtshänderschere erstochen. Ausschreitungen. Kongress der. Esst mehr Obst. Dann nehmen wir doch mal alle Artikel hier mit. Ach, dann ordnen wir die auch mal. Ja, der Bussy Bear Observer. Ja, und dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, mehr Ideen haben wir hier nicht zum Sammeln. Ja, die Zeitschrift, nein, das ist nur ein Ort. Dann gehen wir doch zurück zur Hintertür. Und zurück zu Edna, um ihr von unseren Erlebnissen zu berichten. Hallo, liebe Edna, erzähl mir doch was zur Hintertür. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Hm. Ich gucke mich lieber weiter um. Okay, okay. Was mit der Regentonne? Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Eine Sonne? Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Oh. Ein Nachbar. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Vielleicht. Ach ja. Das geht wohl schade. Ja, was sagst du denn zu Mattis, deinem lieben Vater? Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Die Drecksäue. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Nein. Da ist doch was oberfaul. Das kann doch alles nicht sein. Was mit Alfred? Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Ach, genau dasselbe. Schieß los. Mattis, ja, das hatten wir gerade. Hockt zusammen mit... Und es kommt sogar noch dicker... Beide haben sich... Das kann doch nicht... Mein Vater... Das ist doch was Oberfall. Ja. Jetzt sag doch mal was zu den Zeitungsartikeln. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Ach, wunderschön. Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Ja, wer auch immer das sein mag. Rat mal was, der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es drei Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Aha. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Ein abgebissener Fußnagel. Und was sagst du zu Artikel 3? Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, könnte es sein, dass Edna sich einen Fußnagel abgebissen hat und wir damit die Schrauben lösen könnten? Wir werden es erfahren. Wir haben einen Fußnagel. Damit gehen wir doch mal zur Tür. Benutze Fußnagel mit Schrauben. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Tatsache! Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Super gut. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Oh. Fate one. Ja. Oh, ich dachte, wir hätten gewonnen. Nein. Vielleicht dachte ich es auch nicht. War ich dabei, mich vielleicht zu bin ich mir ganz im Klaren darüber, dass das Spiel wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern wird. Aber es macht zumindest doch Spaß. Hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ja, dann haben wir jetzt welche im Inventar. Aha, benutze Harvey. So. Aha. Jetzt gehen wir mal wieder hier hin und benutzen den Fußnagel mit der Schraube. Oh, das Ganze mal 4 natürlich. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Ja, natürlich. Der Schraube. Ach ja, der Schraube. Ja, ich will das Let's Play natürlich künstlich in die Länge ziehen. Darum habe ich die Entwickler gebeten, das so zu machen. Ha. Und jetzt ist der Ventilator da. Können wir jetzt den Stock damit wieder benutzen? Sieh mal, nein, können wir nicht. Ich habe den... Aber ich bin mit unserem Fortschritt schon sehr zufrieden und würde sagen, dass ich hier eine kleine Aufnahmepause einlege und wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. Und ich hoffe, dass es bis dahin nicht zu lange dauert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Edna bricht aus. Und Grüße!